Endlich gibt es ein neues Video, und zwar hier geht es um seine Videoanleitung, und zwar wie man Google Guthaben auf einem anderen Google Konto nutzen kann. Und ich gehe das ganz langsam mit euch durch, und das ist der sicherste Weg, und das funktioniert, soweit ich auch weiß, bei auch neueren Smartphones, aber bei den ganz neuen kann ich es euch nicht sagen, weil wie gesagt, dieser Trick, da weiß Google sogar nicht, ich habe durch Zufall rausgefunden, selbst Google weiß das nicht, dass da eine Lücke ist. Ich weiß von einem Kumpel, der bei Google arbeitet, das ist in der Grauzone der Trick. Wenn man das mit fremden Google-Konten macht, sogar könnte es sogar in der illegalen Zone sein. Da ich aber nicht für alle Sachen Rechenschaft tragen kann, weil ich hier nicht der Allmächtige bin, der Ewige, der Jahwe, kann ich nur sagen, let's go. Wir machen das Video. Also, ich werde das an einem Spiel zeigen, und das Spiel heißt Clash of Clans, und wir werden es erstmal installieren, und aber vorher erkläre ich so einiges, okay? Also das Wichtigste ist, ihr müsst bei dem Spiel einen Account haben, der über Google sich einloggt. Das A und O. Sonst funktioniert der Trick nicht. Es sei denn, das Spiel speichert eure Login-Daten von dem anderen Account automatisch so, dass wenn ihr dieses Spiel installiert, dass die Daten noch gespeichert sind. Also der Trick dabei ist, ihr installiert dieses Spiel über den Account, wo das Guthaben drauf ist. Wohlgemerkt, wo es drauf ist. Aber ihr loggt euch ein mit dem anderen Account, mit eurem Main-Account, den ihr sonst für alle anderen Spiele benutzt, okay? Ich zeig's einfach mal. So, los geht's. Also, das allererste ist, wir gehen auf Play Store. Und wie ihr hier schön sehen könnt. So, ich versuche das mal zu vergrößern. Ja, okay, wir sehen das nur so, weil ich denke mal, das passt so. Also, dann gehen wir mal Play Store und dann gebe ich hier mal hier Clash of Clans ein. Okay? Und bevor ich das aber mache, gehe ich auf Zurück und schaue, aha, falsches Konto. Ich muss natürlich das jeweilige Konto auswählen, wo das Guthaben drauf ist. Und mit welchem Konto ich bezahlen will. Das ist A und O. So. Vorher solltet ihr aber das Spiel, und das ist auch ganz wichtig, vorher solltet ihr das Spiel erstmal installieren als Main-Konto. Das heißt, zuerst gehe ich auf das Main-Konto, installiere das Spiel, Clash, in dem Fall jetzt Clash of Clans, von meinem Hauptkonto. Und dann tue ich das deinstallieren, ohne irgendwelche Daten zu löschen. Einfach deinstallieren, da bleiben immer Restdaten übrig. Und ganz wichtig ist, dass wenn ich das über dieses andere Konto installiere, ich aber dem sage, ich log mich aber über meine Daten von meinem Main-Account. Aber ich zeige euch das alles, machen wir das andere. Also erstens Clash of Clans zum Beispiel oder ein anderes Spiel installieren über eure Main-Account. Bei mir wäre das natürlich hier der mein Haupt-Account. So, das wäre der hier. So. Ich habe das bereits mittlerweile schon gemacht und habe das von dem Main-Account, habe mich eingeloggt, habe es deinstalliert, das Clash of Clans, und jetzt wählen wir das Konto, wo das Guthaben drauf ist, okay? Das, was wir loswerden wollen. So, ich klicke da drauf und wähle mein Konto. In dem Fall, da wo das Geld drauf, das ist natürlich der Darksire, okay? Und da habe ich auch Punkte, okay? So, ich versuche es langsam wie möglich zu erklären, weil es gibt einige, die mich angeschrieben haben und sagen, Andi, erklär's auch für die etwas langsamen Versteher. Für die, die nicht so schnell sind wie du. Okay? Also, wir gehen auf das Konto, wo das Guthaben jetzt drauf ist, wo wir Punkte haben, etc. etc. Dann klicken wir hier drauf und sagen Clash of Clans. Jetzt klicken wir auf Installieren und installieren Clash of Clans über das Konto, wo wir das Guthaben eigentlich drauf haben. Aber wir loggen uns nicht darüber ein, okay? Wir installieren es nur. Ihr seht das hier auf dem Bildschirm.
habe das extra für euch gemacht. Ich habe extra für euch so eine Fläche erstellt, die kein Emulator ist. Das ist alles, was hier passiert, ist übertragen von meinem Smartphone ohne Emulator. Ja. So. Sind das installiert, dann müssen wir uns ein bisschen gedulden. Und ich weiß nicht, wie weit das geht, weil das ist eine Lücke. Und ich weiß nicht, wie lange das Video hier stehen wird, weil es gibt Leute, die zu Lehrern rennen und sagen, Mami, Lehrerin, da ist ein Polacken-Judenschweinchen dick. So vom Gefühl her. Und diese Leute sind krank und tun halt einfach petzen und dann werden Videos so wie diese hier, die gut gemacht sind und Tricks verraten, einfach gelöscht. Oder halt von Google nicht mehr gefunden, weil von YouTube Shadowbanning nicht. Dann werde ich halt wieder Shadow gebannt. Leider ist das so. Luciferianer sind überall. Ne? Also das ist A und O, ihr müsst das so machen, wie ich euch alles hier so zeige und auch alles erkläre. Bitte hört mir zu. Ist auch wichtig, weil einige sagen, es funktioniert nicht. Nein, es funktioniert alles, was ich mache. Nur zuhören und eins zu eins zu übertragen. Und nicht faul sein und jetzt weggehen und wegklicken, na, das ist mir zu viel, das ist mir zu lange. Nein, die 10 Minuten oder 15 Minuten, wenn du schon das so haben willst, wie du willst, die musst du dir Zeit nehmen. So, dann klickst du auf Spielen. Okay? Das ist das nächste, was wir tun werden. Auf Spielen klicken. Okay? Bei mir, wie du siehst, ist das schon eingerichtet, dass er sich automatisch nicht über der Darksire anmeldet. Nicht über der Darksire anmeldet, sondern wie du gesehen hast, über Andy der Zauberer. So, das heißt im Endeffekt, wie du sehen kannst, dass ich mein ganzes Dorf hier habe, samt meinem Angebot. Und wenn ich das jetzt da drauf klicke auf das Angebot, dann sehe ich hier auch zum Beispiel diese Angebote hier und ich kann diese kaufen. Und wenn ich jetzt da drauf klicke auf Kaufen, dann läuft der Kauf und dann macht sich das auf und dann klicke ich auf Zustimmen und dann siehst du aber, hey, das ist ja Guthaben drauf, richtig. Und wenn du jetzt auf Google Play Guthaben klickst, damit wir sehen, dann siehst du auch, dass das über der Darksire gemacht wird. Ja, ja, wow, fett, Alter, es funktioniert, ja. So, wir klicken mal wieder zurück und wir klicken mal einfach mal so auf Kreuz schließen. In dem Fall auf, okay, hier können wir, glaube ich, das nicht machen, wird es nicht mal gemacht, mal können wir hier machen. Na? So, es funktioniert. Also, wir machen das Ganze normal. Ich brauche tatsächlich ein Angebot. Und zwar brauche ich das hier. Aber das kann ich auch noch später nehmen. So, ich kaufe jetzt mal das hier, damit ihr das seht, dass es funktioniert. Weil es könnte sein, ja, du hast abgebrochen, weil es nicht funktioniert, du Arschloch. Mojudenschwein, Polackenschwein, du Arschloch, du Spaß, du. Ich liebe es. So, zustimmen. Also, du siehst das Angebot. Ich klicke es nochmal an, es ist nicht über Andy der Zauberer, es ist über der Darksire. Und jetzt klicke ich zurück und klicke auf Tippen und Kaufen. Jawohl, darauf klicke ich. Und das muss ich zweimal machen. Warum das so ist, kann ich euch nicht sagen. Vielleicht ist das so eingebaut worden, aber es funktioniert. Und BOOM! Sonderangebot erhalten. Und ich gehe da drauf auf mein Rathaus und ich sehe, aha, erhalten. Und das funktioniert wirklich bei jedem Game. Fast bei jedem Game, wohlgemerkt. Das funktioniert auch bei Marvel Stunde Superhelden. Ich habe es ausprobiert. Und ich habe zufälligerweise meinen Kumpel angerufen. Und ich habe ihm da ein Video gemacht für ihn nur. Und für speziell. Und er mag mich. Und deswegen sagte mir, wie das jetzt wirklich ist vom Recht her. Und ich habe auch einen Kumpel, der Rechtsanwalt ist. Ja, ja, ich habe schon einige Beziehungen getroffen. Als YouTuber vorher habe ich Promotion gemacht. Ich habe sehr viel aufbauen müssen, bevor ich mich für YouTube entschieden habe. Lange Rede, kurzer Sinn. Ein Fakt ist, dass das, was ich hier gezeigt habe, wenn das Google mitbekommt, dann sind sie richtig angepisst. Und glaubt ihr, es wird Hater geben und Luciferianer, die sagen, nein, das kenne ich doch, oh, langweilig und bla bla. Nee, nee, das ist nicht bekannt. Das ist ganz, ganz wenigen Leuten, überhaupt wenn dann schon bekannt. Und nicht an die Masse. Ich mache es einfach, um mehr Abonnenten zu bekommen
um alle Hater ein bisschen zu ärgern und die Luciferianer. Und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, liken würdet, meine Videos verteilen würdet. Nicht vergessen, spenden immer für solche coolen Videos. Ne, 1 Euro macht niemand was aus, selbst den, der nur 5000 netto verdient oder 3000 netto oder jemand, der nur 1500 netto verdient. Ne? Denn 1 Euro, ne, schreibt es in die Kommentare, Andi, 1 Euro gespendet, Punkt. Dann weiß ich, das Video hat dir auch gefallen, wirklich gewonnen, es war von Nutzen. Also, so kann man das Ganze machen. Das ist ein Trick, wie lange der funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Aber das war's auch schon, ne? Von mir. That's it.